Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch die 5 besten Landing Spots in Season 3 zeigen. Darunter sind es natürlich hauptsächlich Solo Landing Spots. Allerdings gibt es ja auch bestimmte Varianten, wie man diese Solo Landing Spots auch als Trio spielen kann. Also könnt ihr hier auch nach ein paar Trio Landing Spots suchen. Allerdings, wenn ihr ein einzelnes Video auch nochmal zu Trio Landing Spots sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr noch so eins sehen wollt. Und dann kann ich gerne auch eins dazu in Kürze noch machen. Und was auch ganz wichtig ist bei den Landing Spots, ist ganz einfach, dass ihr ja über die Season verteiltes Wasser sinken wird. Dadurch verschieben sich Landing Spots, neue Landing Spots werden auftauchen, andere werden allerdings auch wieder verschwinden und schlechter werden. Das heißt, da müsst ihr wirklich ganz, ganz doll aufpassen. Beispielsweise bei Rickety Rick haben sich 2 Inseln verschoben. Ist keine krasse Veränderung, allerdings kann es auch die ein oder andere Loot-Route kaputt machen. Also da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, gerade wenn ihr dieses Video eben halt in ungefähr 4 Wochen oder so seht, wo sich 3-mal das Wasser dann nochmal verändert hat. Da kann es sein, dass kein einziger dieser Landing Spots mehr vernünftig funktioniert. Ich werde hier auch immer noch sagen in diesem Video, wie groß die Chance ist, dass sich die Landing Spots verschieben. Also könnt ihr dann dadurch auch wissen, ob ihr damit einen zukunftssicheren Landing Spot habt oder ob das eher etwas nur für die Kürze ist. Wenn ihr das Ganze auch in 4 Wochen sehen werdet, werden natürlich auch ganz alte Landing Spots, die aus Season 1 und Season 2 sind, wieder verfügbar sein. Und dann könnt ihr euch natürlich auch noch meine alten Videos dazu anschauen. Also da, wo ich in Season 2 beispielsweise euch die Landing Spots vorgestellt habe, die müssten da nämlich auch wieder sehr, sehr gut funktionieren. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt direkt den ersten Landing Spot. Der erste Landing Spot befindet sich ganz im Süden der Karte, und zwar ist das Rickety Rick und dort die ganz, ganz südliche Insel. Und dort gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Varianten, wie man die ganze Lootroute machen kann. Und ich würde euch mal die 2 Einstiegspunkte der Lootrouten zeigen. Nämlich ist die erste einmal dort oben auf dem Dach. Dort befindet sich dort einmal ein Flawless Spawn, wo man drauf landen kann. Allerdings, wenn der nicht da ist oder eventuell nur eine schlechte Waffe drauf liegt, kann man hier nochmal schauen. Und da hinten in beiden Containern, so wie hier, ist auch nochmal weiter Flawless Spawn. Und wenn man dort überall sieht, dass nichts Vernünftiges da ist, kann man direkt hier reinfliegen und dann hier die Lootroute beginnen. Ihr müsst euch dann das selbst eigentlich mal anschauen, wo die ganzen Kisten sind. Sind hauptsächlich tatsächlich immer an den Seiten, also eher nicht in der Mitte. Da müsst ihr einfach immer in den ganzen Wänden schauen. Also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, sollte man auch wissen, wo dann die ganzen Kisten sind. Kann ich das jetzt nicht genauer zeigen, weil sich einfach sonst das Video viel zu sehr strecken würde. Hier gibt es wirklich verdammt viele Kisten drin. Und dann zeige ich euch mal direkt den zweiten Einstiegspunkt. Und zwar ist das hier oben auf diesem Windrad. Und wenn man hier nämlich landet, hat man auch wieder 2 verschiedene Möglichkeiten, wie man die ganze Lootroute beginnen kann. Nämlich kann man als erstes hier die Seilrutsche nach unten gehen und dann hier die Treppe hochgehen und dann die Lootroute hier einmal umgekehrt machen. Also wenn man dort oben landet, geht man eben halt immer weiter runter. Hier diesen Turm runter, oder wenn man eben halt dort auch mit dieser Zipline rüber geht, geht man eben halt immer weiter nach oben, bis man irgendwann dann auch am Dach angekommen ist. Und so kann man hier die ganze Lootroute weitermachen. Die zweite Möglichkeit wäre dann eben halt, dass man die andere Zipline used und damit dann eben halt einmal nach hier unten fährt. Hier befindet sich dann einmal dort unten ein Flawless Spawn direkt, oder man kann auch, wenn man es geschickt anstellt, hier oben drauf landen. Ist tatsächlich auch nicht so schwierig, ansonsten kann man auch da einfach einmal hochspringen. Und hier befinden sich dann mehrere Flawless Spawns, Kisten, einmal oben und unten. Hier bekommt man auch sehr schnell Loot. Und das Wichtige ist, zumindest wenn ihr keine Gegner landen, dass ihr euch erstmal kein Shield gönnt. Denn ihr könnt ganz einfach dann weiter hier nach drüben gehen und euch die beiden Slurpfässer nehmen. Die bringen beide nämlich jeweils 50 Shield und damit könnt ihr immer easy Full Shield werden. Haben auch nicht so extrem viele Leben und das geht wirklich extrem schnell. Also eine sehr, sehr gute Methode, um Full Shield zu werden. Ansonsten befinden sich ja überall auf der Insel verteilt auch diese Metallstücke, die relativ viel Metal tatsächlich bringen, genauso wie überall auch noch Paletten verteilt sind. Also man wird hier auf jeden Fall relativ schnell Full Shield. Wie gesagt, gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze nehmen kann, aber die 2 Einstiegspunkte sind eben halt, wie gesagt, entweder dort oben auf dem Gebäude drauf oder hinten auf dem Windrad, und dann ist es eigentlich relativ egal, wie ihr das Ganze fortführt. Auf jeden Fall, wenn ihr dann fertig mit dem ganzen Looten
seid, empfiehlt es sich, hier einmal in das Gebäude reinzugehen. Hier ist einmal hinter dieser Wand auch noch eine weitere Kiste, die ihr nehmen könnt. Ansonsten, falls hier vielleicht die Slurpfässer abgebaut sein sollten, könnt ihr euch hier auch nochmal ein Slurpfass nehmen. Auf der anderen Seite gibt es hier dann nochmal mehrere Paletten und Slurpfässer. Dann könnt ihr euch einmal das Boot nehmen, fahrt damit einmal ganz kurz voraus, steigt wieder direkt aus, nehmt einmal den Strudel und fliegt in Richtung Festland. Dort könnt ihr einmal oben auf diesem großen Stein landen. Der bringt nämlich extrem viel tatsächlich. Ich glaube, bis zu 150 Stein kann er bringen. Außerdem sind hier rundherum natürlich auch noch weitere Steine. Und so wird man dann eben halt auch noch voll Stein. Falls ihr auch noch nicht genug Metal haben solltet, könnt ihr euch natürlich auch noch Metal nehmen. Holz sollte man eigentlich immer voll sein. Allerdings kann man notfalls auch ansonsten einfach hier ein bisschen Holz noch mitnehmen. Dann sollte man auf jeden Fall voll sein. Dann gibt es hier auch nochmal eine weitere Kiste. Da kann man einfach hier den Laster abbauen, den LKW, und dann hat man die nächste Kiste auch. Als nächstes geht es dann weiter einmal hier zur Tankstelle. Dort kann man einmal hier diesen Eisschrank nehmen. Dort können auch Fische oder zwei Slurpfische beispielsweise rauskommen, was auf jeden Fall sehr gut ist. Dann ist hier auch noch diese Box. Dort kann man beispielsweise auch Chilis finden, die natürlich auch immer ganz gut sind mitzunehmen. Und dann geht es eben halt weiter in Richtung Zone. Dort kann man zum Beispiel entweder einmal das Building noch looten und vielleicht so ein bisschen über den See schwimmen, wenn beispielsweise eher die Zone hier unten ist, oder man geht in Richtung Norden direkt und dort kann man dann hier einmal in diesen Strudel reinspringen und mit dem Strudel geht es dann weiter in Richtung Mitte der Karte und so kann man auf jeden Fall sehr, sehr schnell sich fortbewegen und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Landing Spot. Sind auch im Prinzip zwei Landing Spots in einem, da ist eben halt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Varianten gibt. Es werden auch ab und zu immer wieder Gegner dort landen, allerdings wenn man den Loot-Spot tatsächlich gemastert hat, dann hat man eigentlich immer eine sehr, sehr gute Chance tatsächlich das Ganze auch zu gewinnen. Der zweite Landing-Spot befindet sich ganz im Osten der Karte, hier relativ nah tatsächlich bei Dirty Dog, die Sweaty Storage Gebäude. Dort sind richtig viele Kisten drin, es empfiehlt sich eigentlich immer hier einmal von oben runter zu fliegen, einmal schauen, ob gute Floor-Loot-Spawns sind. Wenn keine da sein sollten, kann man direkt in die Tür einmal reingehen. Dort geht es dann einmal nach links weiter. Hier kann man einmal die ganzen Türen öffnen und gucken, ob gute Floor-Loot-Spawns drin sind. Auf jeden Fall befindet sich hier in der dritten Kabine dann einmal die erste Kiste direkt. Danach kann man dann eine Etage tiefer gehen. Hier geht es dann einmal in diese kleine Klappe rein. Man baut am besten direkt hier einmal zwei Pyramiden, damit die ganzen Kisten kaputt gehen. Hier befindet sich immer direkt die erste drauf. Und so kann man auf jeden Fall ganz gut weitergehen. Dann kann man hier auf die andere Seite gehen. Hier ist auch ein Floor-Loot-Spawn. Generell immer die ganzen Klappen aufbauen. Hier werden ab und zu immer wieder gute Floor-Loot-Spawns drin sein, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Wenn man dann hier durch ist, kann man auch nochmal auf die andere Seite schauen. Hier gibt es eben halt verteilt sehr, sehr viele Floor-Loot-Spawns tatsächlich. Unter anderem ist hier aber auch noch eine weitere Kiste und direkt im Nebenraum sind auch noch sehr, sehr viele Paletten, die man mitnehmen kann. Die Richtung, wie er das Ganze hier macht, ist eigentlich relativ egal. Also egal, ob er nach links oder erst nach rechts geht, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Dann könnt ihr einmal nach hier unten gehen. Dort befinden sich dann wiederum ziemlich viele von diesen Klappen, wo ihr natürlich ordentlich was mitnehmen könnt. Unter anderem ist dann hier auch noch eine Aufrüstbank. Dort könnt ihr natürlich eure ganzen Waffen aufrüsten, was auch immer relativ hilfreich ist. Und gerade wenn ihr eine SMG habt, könnt ihr daraus zum Beispiel auch eine Schnellschuss-SMG machen, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, immer hier die ganzen Tore aufmachen. Und dann befindet sich im letzten Tor tatsächlich hier auch nochmal eine weitere Kiste. Auf der anderen Seite müsst ihr nicht nochmal durchschauen. Das sind hier die gleichen Tore, die auch von der anderen Seite schon aufgemacht habt. Allerdings sind hier auch nochmal ein paar Paletten und Floor-Loot-Spawns drin, die ihr natürlich alle mitnehmen solltet. Gerade hier im ganzen südlichen Teil befinden sich nochmal sehr, sehr viele Paletten, also Full Holz solltet ihr auf jeden Fall werden. Auch Metal farmt man relativ schnell, dadurch, dass man hier die ganzen Tore aufmacht, und so bekommt man tatsächlich auch relativ schnell hier die ganzen Full Mats. Und dann seid ihr eigentlich auch schon durch mit diesem Landing Spot. Dann kann man nochmal weiter nach Norden schwimmen. Hier wird dann wahrscheinlich demnächst auch dieses Gebäude noch frei werden. Dort ist auch nochmal eine weitere Kiste drin. Allerdings kann man als erstes dann auch nochmal nach hier in diesen Strudel weitergehen und dann etwas nach Norden gehen. Dort kann man zum Beispiel unter anderem einmal dieses Gebäude looten. Dort ist einmal an der Ecke eine Kiste und dann an der unteren Ecke. Wenn man damit fertig ist, kann man nochmal hier rüber gehen. Die Tankstelle hier müsste wahrscheinlich auch ungefähr in 6 Tagen frei werden. Das heißt, hier kann man dann auch nochmal ein bisschen looten. Ist allerdings tatsächlich nicht mehr viel. Die ganze Tankstelle ist ja ziemlich zerstört.
zerstört wird, allerdings vielleicht auch wieder aufgebaut. Und dann kann man hier nochmal nach Norden gehen und sich hier dann den Helikopter schnappen. Und damit kann man natürlich ein bisschen entweder einfach in der Luft campen oder alternativ kann man auch einfach damit ein bisschen in Richtung der Mitte der Zone fahren. Was man allerdings beachten sollte, ist, dass natürlich die ganzen Helikopter nicht mehr so extrem häufig spawnen. Das heißt, die haben etwas die Wahrscheinlichkeit verringert, vor allen Dingen eben halt in Arena-Modis. Dort werdet ihr dann nicht mehr immer einen Helikopter finden. Allerdings kann man so eben halt wirklich ganz gut Strecke zurücklegen. Und das war es damit dann auch schon mit diesem Landing-Spot. Der nächste Landing-Spot ist auch nicht weit weg. Und zwar befindet sich das hier einfach in diesem Gebäude, das relativ einzeln hier zwischen The Authority und Pleasant Park steht. Dort kann man einmal direkt auf dieses Dach gehen und dann hier die Lootroute beginnen. Einmal einfach das Dach abhacken, fällt man hier runter und bekommt direkt die erste Kiste. Weiter unten befinden sich dann hier schon die ersten drei Slurpfässer, sowie natürlich Flawless Spawns und Munitionskisten. Dort ist auch nochmal eine weitere Waffe. Hier befinden sich dann nochmal weitere drei Slurpfässer. Also habt ihr insgesamt schon sechs hier, sowie noch eine weitere Kiste. Dann geht es einmal noch weiter, eine Etage tiefer, natürlich immer weitere Flawless Spawns noch. Dann geht es noch tiefer. Hier bleibt ihr erstmal auf dieser Etage und sammelt einmal hier alles ein. Natürlich kann man hier die ganzen Bänke und so mitnehmen. Die bringen hier Metall und so kann man das schon mal ganz gut farmen. Ansonsten befindet sich hier nicht mehr so wirklich viel. Dann kann man eigentlich direkt als nächstes eine Etage tiefer gehen. Dort kann man zum Beispiel einfach hier einmal runterspringen. Und hier befinden sich dann nochmal weitere Slurp Barrels, womit man relativ schnell Fullshield werden wird. Und dann kann man die Kiste hier auch nochmal auf dieser Seite mitnehmen. Und dann kann man hier hinten auch nochmal mit den ganzen gefarmten Mats natürlich seine Waffen aufrüsten, was wie gesagt auch immer sehr, sehr hilfreich ist. Dann kann man mit dem Boot auch direkt weiter Richtung Risky Reels fahren. Ist ja mittlerweile auch wieder etwas offener. Hier kann man direkt einmal diesen Turm hochgehen und dann hier natürlich einmal die ganzen Flawless Spawns zum einen mitnehmen und natürlich oben einmal die Kiste, die sich hier an dieser Stelle befindet, mitnehmen. Und da kann man auch nochmal weiter in das Gebäude gehen. Dort müsste auch mittlerweile wieder eine Kiste sein. Und wie gesagt, in 6 Tagen wird dann wahrscheinlich auch ganz Risky Reels wieder frei sein. Dort könnt ihr natürlich dann nochmal weitere Kisten, wie zum Beispiel dort oder dort hinten in dem Gebäude mitnehmen. Und dann hat man hier auf jeden Fall nochmal mehr Loot. Dann geht es als nächstes einmal ganz in den Norden der Map. Und diesmal ist es auch tatsächlich ein sehr, sehr guter Trio-Landing-Spot. Der erste Landing-Spot, den kann man auch als Trio-Spot benutzen. Dort kann man beispielsweise auch einfach sagen, dass eine vielleicht auf einer anderen Insel landet. Aber auf jeden Fall der zweite und dritte ist jetzt nicht so wirklich gut für Trios geeignet. Dafür hat dieser wirklich sehr, sehr viele Kisten und hier kann man sehr, sehr gut als Trio landen. Hier gibt es ja eigentlich keine bestimmte Loot-Route. Man kann einfach sagen, dass man einmal von der einen Seite auf die andere durchgeht. Hier sind, glaube ich, insgesamt mehr als 20 Kisten drauf. Beispielsweise kann man hier beginnen und dann mit dieser Kiste beginnen, einmal weiter reingehen und sich dann die Kiste direkt mitnehmen. Und dann kann man direkt nochmal weitergehen. Man sieht eigentlich die ganzen Kisten tatsächlich auch von Anfang an. Hier kann man beispielsweise auch einfach einmal eine Building reinstellen, bekommt man die nächste Kiste auch direkt. Wie ihr es gesehen habt, eine Etage höher befindet sich eine weitere Kiste. Ansonsten sind hier auch noch Slurp Barrels. Hier sind diese Boxen, wo man die ganzen Consumables mitnehmen kann. Dann ist hier auch nochmal eine weitere Kiste. Hinten auch nochmal so eine Box mit den ganzen Consumables. Hier kann man weitergehen und findet noch mehr Kisten. Also wirklich sehr, sehr viel. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht genauer zeigen. Gerade wenn ihr im Trio seid, könnte ich ja eigentlich locker das Ganze looten. Auf jeden Fall, was ganz interessant ist, wie man denn von hier weiter weg rotatet. Da man ja schon sehr, sehr weit im Norden ist, ist das natürlich meistens nicht ganz so leicht. Allerdings hat man direkt hier nebenan so einen Strudel und damit kann man dann auch relativ entspannt tatsächlich wegrotieren. Man kann beispielsweise, wenn man nicht genug Loot haben sollte, was eigentlich relativ selten vorkommt, auch hier nochmal looten. Allerdings, wie gesagt, ist eigentlich eher eine Seltenheit. Ansonsten kann man, wie gesagt, auch weiter hier einfach nach Süden gehen und dann hier auch nochmal Richtung blaue Brücke gehen. Hier befindet sich beispielsweise auch nochmal so ein kleines Schiffchen, wo man eben halt eine Kiste mitnehmen kann und auch nochmal natürlich ein bisschen Metall und Holz, sowie natürlich auch noch so eine kleine Consumable Box. Hier auf dieser Brücke befinden sich dann auch noch einige Sachen, unter anderem ist dann beispielsweise einmal dort hinten in dem Truck eine Kiste drin und hier kann man dann auch nochmal so eine Eistruhe mitnehmen und ab dem 21. Juni werden wahrscheinlich ja auch die Autos freigeschaltet werden, das heißt hier kann man dann einfach in dieses Auto schalten, hat das auch easy vollgetankt, weil man hier direkt neben einer Tankstelle steht und damit kann man dann ganz einfach den Weg hier auch in die Mitte der Zone fahren, also ist sehr entspannt, ansonsten kann man zurzeit auch einfach dann
dann erstmal hier den Weg nach dort oben gehen. Und dort oben sind dann auch nochmal ein paar Kisten. Hier liegen noch Slurpfässer. Ursprünglich war hier auch mal eine Henchman-Chest. Ich weiß gar nicht mehr. Kann auch sein, dass die noch da ist im Kampflabor. Wird dir immer nicht angezeigt. Auf jeden Fall ist das eigentlich so die Loot-Route. Also wie gesagt, man beginnt dort oben bei dem Schiff, geht dann einmal in den Strudel weiter. Dann kann man sich entscheiden, ob man eher dann einmal noch in Craggy Cliffs lootet oder ob man direkt hier den Fluss weitergeht und dann dort einmal lootet und die blaue Brücke lootet. Als nächstes geht es dann entweder mit dem Auto einmal die Straße weiter oder dort oben einmal auf den Berg rauf. Und dann kann man sich eben halt entscheiden, wie man weitermacht. Auf jeden Fall, soweit war es auch schon mit dem Landing Spot. Der letzte Landing Spot hat sich tatsächlich auch um einiges verschoben. Und zwar ist das dieses kleine Schiffchen hier, wo auch noch zwei Gebäude draufstehen. Ich glaube, es stand mal hier so quer drüber. Da ist ja auch fast alles wieder an Land vorhanden. Und hier kann man auf jeden Fall dann in diesem gelben Häuschen landen. Also wie gesagt, bei dem müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wie sich das Ganze bewegt. Da das Ganze sich immer schon das erste Mal jetzt bewegt hat und es wird danach wahrscheinlich auch noch weitergehen müssen. Vielleicht geht es dann an den Rand der Karte oder wird irgendwann ganz verschwinden. Kann natürlich auch sein. Bei Rickety Rick ist es immer relativ safe, dass es erstmal stehen bleibt. Genauso wie hier wird sich wahrscheinlich auch nicht so viel verändern. Das Schiff hier oben wird sich wahrscheinlich auch eher nicht verändern. Das hier könnte noch sein, dass das tatsächlich irgendwann weggeht oder vielleicht dann nur noch unten im Fluss bleibt, aber das wird auch wahrscheinlich erst sehr spät sein. Allerdings ist, wie gesagt, dieser Landing Spot der erste, der wahrscheinlich verschwinden wird beziehungsweise sich nochmal verschieben wird. Hier kann man dann einmal diese Kiste mitnehmen, kann hier die beiden Metallteile abbauen und bekommt dann hier beispielsweise Chilis und alle anderen Consumables. Dann kann man sich weiter runter pickaxen und hier die nächste Kiste mitnehmen. Hier befindet sich dann auch eine Aufrüstbank, womit man natürlich die Waffen aufrüsten kann, wenn man schon genug Metz haben sollte. Hier in diesem weiteren Floorloot-Spawn, dann kann man natürlich hier die ganzen Boxen mit den Angeln mitnehmen und beispielsweise, wenn hier irgendwo Haie rumschwimmen sollten, kann man damit natürlich in Richtung Zone schwimmen oder ansonsten eben halt einfach ein bisschen angeln. Dann geht es weiter einmal auf die andere Seite und dann kann man hier auch noch den ganzen Laden einmal looten. Unter anderem befindet sich dann hier einmal eine Etage höher direkt die erste Kiste. Dann kann man hier im Dach auch nochmal die Munitionskiste und die Waffe mitnehmen. Einmal hier durch die Wand noch durchpickaxen und kommt direkt in den nächsten Teil. Hier kann man auch nochmal weitere Angeln mitnehmen, falls man noch nicht genug haben sollte. Dann befinden sich hier auch weitere Floated Spawns nochmal. Allerdings eben halt nicht so viel tatsächlich. Also viele Kisten befinden sich in diesem Gebäude tatsächlich nicht drin. Man kann natürlich auch noch einmal oben aufs Dach gehen. Hier befinden sich ein paar weitere Sachen, wie zum Beispiel unter anderem auch nochmal eine Kiste. Und dann ist man hiermit eigentlich auch schon durch. Dann kann man einfach einmal sich irgendwo hier raus pickaxen und kann dann beispielsweise weiter nach Sweaty Sands gehen. Allerdings wird sich das, wie gesagt, sehr wahrscheinlich auch ändern und das heißt, man kann hier noch nicht wirklich sagen, wie man die Loot-Route dann in den nächsten Wochen weitermachen sollte, aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann beispielsweise entweder nach Solid Springs rotieren, nach Holly Hatches direkt rotieren oder nach Sweaty Sands. Sind alles sehr gute Möglichkeiten und das waren dann auch soweit schon die ganzen Landing Spots, die es zur Zeit so gibt. Wie gesagt, gibt auch sehr, sehr viele verschiedene andere Landing Spots nochmal. Also es sind nicht alle guten, aber das sind so einer der besten Landing Spots, die es zurzeit gibt. Ich werde wahrscheinlich auch noch irgendwann in der Season noch Update-Videos dazu machen, wenn dann eben halt auch weitere Landing-Spots nochmal irgendwann verfügbar sein werden. Wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen und dann bis zum nächsten Video. Ciao!